Würde mich auch wundern, wenn jemand in den Tower geht. Aber kann ja sein. Es geht noch ein bisschen flotter hier unterwegs. Ja, wir sind auf jeden Fall zu weit. So weit war das nicht. Ich weiß nicht, wo die Schüsse herkamen. Ich habe es nicht rausgekriegt, Leute. Ich habe mich nun wirklich bemüht. Schade eigentlich. Bis jetzt hatten wir bei den Malen davor ja Glück, dass dann doch immer da irgendwelche Spieler waren, mit denen wir uns auf jeden Fall eine Schießerei liefern konnten. Und die Male, die wir gestorben sind, ja, hinterhältig und da hatten wir keine Muni oder so. Also solange wir ausgerüstet sind, kann ich mich nicht erinnern, dass wir... Also solange wir gut ausgerüstet sind, kann ich mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal wirklich gestorben sind in einem Video. Da waren wir immer mittelmäßig aus, sodass uns Magazin fehlte und dann hatten wir immer nur einen Schuss im Magazin, also in der Waffe, im Lauf, um genau zu sein. Und dann war das immer noch so diese Autokugeln, die eh nur, naja, zerstören, aber nicht töten, zumindest nicht einzeln. Auf jeden Fall gibt es noch die SVD, sehr, sehr schön. Wir machen uns, wie gesagt, gerade auf den Rückweg, dann können wir uns da hinten wieder hinhocken. Gucken, ob wir einen Spieler sehen. Währenddessen scanne ich natürlich noch ein bisschen weiter den Außenbereich hier, ob ich hier vielleicht irgendwas übersehen habe. Ach so, das ist... Ah, okay. Ups. Hallo Zombie. Siehst mich nicht? Nö. Hm. Außer Spießen nichts gewesen. Nein, wir haben uns ja zumindest noch ein bisschen Essen geholt. Was wir auch schon verputzt haben. Und... Was denn, wenn es nur darum geht, hat es sich gelohnt. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, wo die Schüsse herkamen. Das ist sehr ärgerlich. Und ich befürchte auch langsam, dass die Leichen hier in Daisy relativ schnell verschwinden. Also das Despawn, dass die Despawn-Rate Zeit deutlich verkürzt wurde. Die Rate höher, die Zeit verkürzt. Da stockte ich gerade geistig ein bisschen. Ja, niemand zu sehen. Niemand zu sehen. Vielleicht noch ein Spieler mit drei Waffen. Ah, schön. One-Hit. AK One-Hit in die Rippen rein. Sollte auch eigentlich hier reichen. Das überlebt man nicht. Es gibt ja hier auch keine kugelsicheren Westen. Die sind ja gar nicht sicher. Kugelresistent sind die, wenn schon eher, aber die sind auch nicht 100, haben auch keine 100%ige Resistenz, sondern irgendwann geht eine Kugel durch und haut dich. Ich habe aber mal so einen Bericht gesehen, das ging um, oh Gott, ich war das, ich glaube, in Mexiko produzierte Westen und da haben sie tatsächlich auch drauf geschossen und die haben die Kugel auch wirklich abgefangen, was natürlich aber nicht bedeutet, dass du dahinter keine Rippenbrüche und sowas hast, aber es ist besser als tot zu sein. So ist es ja nicht. Also, wenn es danach gibt, gibt es ja kugelsichere Westen. Wenn ich mir überlege, als Soldat, was wir da hatten, waren wir beim Bund, hatten wir auch mal Splitterschutzwesten, aber das sind nur Splitterschutzwesten und das sind keine kugelsicheren Westen. Bedeutet, wenn man auf dich schießt, bist du trotzdem platt. Warum hat die Bundeswehr dann bitte für ihre Soldaten keine kugelsicheren Westen? Oder sind die etwa so teuer, dass die nur Soldaten im Auslandseinsatz kriegen? Aber warum sollte man denn nicht mit diesen Westen, damit man auch ein Gefühl dafür kriegt, vorher schon trainieren? Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja Splitterschutz und Koppeltrage, das kenne ich. Koppeltrage ist ähnlich wie die Weste hier. Hat man so einen Gurt, den man sich darum macht, so ein Gestell um den Oberkörper und da kann man dann ganz viele Sachen ranhängen. Ähnlich wie es hier mit so Beutelnchen. Muss ich so ein bisschen zusammenstellen. Mäht. Also bis auf die vielen Schüsse, die da hinten waren, würde ich fast mal sagen, hier ist weniger los.
als auf dem anderen Server. Was natürlich auch täuschen kann. So. Kann der nächste Gegner, der stirbt, den wir looten, vielleicht ein Ledernähset dabei haben? Guck mal, wir laufen hier einmal ums Airfield rum. Nix. Man hört nix, man sieht nix, man weiß nix. Einfach nix. Dabei ist hier unsere Soldierin, die wir spielen. Nicht abgeneigt gegen ein paar Kills. Für ein paar Kills. Für. So, und was machen wir nun? Wollen wir wieder auf den anderen Server gehen und gucken, ob sich da vielleicht irgendwas geändert hat? Würde ich mal sagen, oder? Ich glaube, das machen wir. Na gut, dann sehen wir uns auf dem anderen Server wieder. Hallo meine Freunde, willkommen zurück auf dem anderen Server und wir haben einen kleinen Bug, wie ihr seht. Achtet mal drauf, was ich jetzt mit meiner Waffe mache. Ich drücke Leertaste und er macht es automatisch wieder nach vorne. Ich kann die Waffe nicht mehr aus dem Anschlag rausnehmen. Cool. Bedeutet für mich, einmal testen. Okay, jetzt geht's wieder. Ich meine, lieber im Anschlag als gar nicht in den Anschlag nehmen können. Ja. Sehe ich auch so. In dem Server, auf dem wir jetzt sind, war ich tatsächlich sogar schon in einer Warteschleife drinne. Oder Warteschlange. Weil so viele Spieler hier auf dem Server sind. Der Server ist full. Dann auf dem wir übrigens eben waren auch. Nur so. Ich wollte es halt nur sagen. Auf jeden Fall sind wir hier in einer Warteschlange drin gewesen. Es waren noch 4 Spieler, die vor uns gejoint sind. Jetzt sind wir endlich drinne. Drin, drauf. Im Server, auf dem Server. Im Spiel. Nein. Ja, okay. So, er darf das erstmal noch im Anschlag haben. Es ist völlig okay. Wir brauchen aber Gegner. Wir müssen entweder Schüsse hören oder brauchen Gegner. Was ich auch ganz cool finden würde, wenn die Vögel aufhören würden zu zwitschern, sobald Schüsse fallen. So, wenn die das hören. Ich meine, wir haben ja auch in echt zwitschern die ja nicht, wenn da um sie herum geballert wird. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe mir nebenbei auch mal was zu essen reingeschoben. Wie gesagt, ich mache hier eine Aufnahmesession, die ist jetzt schon ein bisschen länger. Aber seht ihr irgendwelche auffälligen Bewegungen? Ich nicht. Was soll denn das für ein Vogel sein? Und viele sagen ja auch, man soll ja doch ganz in Schwarz rumlaufen. Aber ihr habt ja gesehen, der Typ trotz Ghillie und komplett in Schwarz war da einfach einwandfrei zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das tatsächlich sinnvoll noch ist. Weil DayZ hat, Rainbow Six Siege hat ja genau dasselbe Phänomen, dass Charaktere ganz anders vom Licht nochmal gerendert werden als die umliegenden Gegenstände und dementsprechend oft einfach heller erscheinen, als ob sie extra in so einem Spotlicht wären. Und ähnlich hatte ich das bei dem Gefühl, der da hinten rumgelaufen ist. Wobei mir das Lichtrendering hier von dem Charakter hier so deutlich besser gefällt, deutlich realistischer als bei den meisten anderen Spielen.
Hören tue ich nichts. Ist ja noch... Ich verstehe das nicht. Wie kann ein Server so voll sein, dass man in einer Warteschlange ist? Wir sind hier auf dem Airfield an der Militärbase, können einmal quer rüber gucken, so. Und nix. Ist doch nicht normal. Ich weiß, es kommen wieder einige Leute auf die Idee, man könnte ja nach noch Norden da rennen, da sind ja auch noch so ein, zwei kleine Camps, Militärcamps, und da soll was los sein. Immer wenn wir da waren, wirklich immer, war da nichts los. Was haben die das gemacht? Je nach Wind knickt hier in der Mitte, da ist ein, so eine Sollbruchstelle, hätte ich fast gesagt, so eine Knickstelle. Dann knickt der Baum in die Richtung, dadurch machen sie diesen Wind, sodass der... Ah, okay. Der ist hier ein bisschen doller dran, der Baum. It's windy. Ein kleiner Erfolg hatten wir heute schon mal. Das ist schon mal sehr schön. Da oben. Wo ist der hingelaufen? Der ist hier den Berg runter, ne? Der in die Richtung. Warum? Meine Idee wäre, jetzt könnte ich ganz schnell nach da hinten laufen und gucken, wo der hingelaufen ist. Bis dahin ist der weg. Davon können wir ganz stark ausgehen. Das nächste ist, was laufen die alle nach da? Wenn wir uns jetzt da hinstellen und mal gucken, könnte es sein, dass der nächste von nach hinten kommt und nach da läuft. Aber wir hören auch keine Schüsse, ne? Das finde ich... Ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Zumal wir keine richtigen Augen haben. Sehr spooky. Echt gruselig, das Ganze. Zombie-Augen. Da. Alles klar. Der, und wenn er so rumläuft, wird er wahrscheinlich auch in unsere Richtung kommen. Das heißt, die beiden werden da vielleicht aufeinandertreffen, wenn das nicht derselbe Spieler war. Wäre ziemlich schnell gewesen, aber kann ja sein. Der kriecht da innen drinne rum, ne? Und glitscht nur durch. Ja, was ich befürchtet habe. Die Frage ist aber nicht sogar ganz... Okay, das ist der Spieler gewesen, den wir gesehen haben. Der macht natürlich den Fehler, geht auf den vollen Server, um eine Loot-Runde zu starten. Da ist eh nichts mehr zu holen. Wie schnell sind wir? Müssen wir mal gucken. Die Waffe schon mal auf 300 kalibriert. Ich habe mir gerade überlegt, wir werden ihn abfangen, und zwar davon da, wo wir sonst auch so mit den guten TomTom waren und rumgeschossen haben. Ungefähr von da werde ich es auch probieren, deswegen die Entfernung 300 Meter, das ist einmal hier quer über das Airfield. Mehr oder weniger gerade. Diagonal müssten wir sonst mal gucken. So von wegen wo Restaurant Richtung Feuerwehr oder in die Feuerwehr sind 400. Ins ATC sind 300. Muss man also ein bisschen abschätzen. Wir könnten auch 350 machen. Das wäre dann die Mitte. Ich mache das aber erstmal auf 300. Der wird aber nicht rüber gucken, der weiß ja gar nicht, dass wir da sind.
Ledernähset? Ne. Eine Pistole und ein Hammer. Hier liegt tatsächlich noch Loot. Interessant. Gut, ein Hammer. Sinnlos. Das ist wirklich sinnlos. Vielleicht, wenn es dann irgendwann mal dazu kommen sollte, dass sie doch noch Base-Building einfügen, vielleicht braucht man dann einen Hammer für Bretter zusammennageln. Aber erstens, wann soll das kommen? Zweitens, wer will das? Die Zelte werden ja schon nicht genutzt, wie ihr die sieht, oder so gut wie nicht. Das Einzige, was mittelmäßig gut genutzt wird, sind die Fässer, weil die kann man wenigstens in die Bäume stellen, oder konnte man immer in die Bäume stellen. Ich guck gerade nebenbei noch, ob hier ein paar Gegner eventuell irgendwo drin hocken, die wir nicht sehen, das was mega scheiße wäre. Also mehr als versuchen, ihn jetzt so abzufangen, kann ich nicht machen. Ich riskiere schon wieder ziemlich viel. Seit wann ist denn hier eine Tanne davor, sehe ich gerade. Die ist neu. Die ist kacke. Hm. Wo ist der Knilch hin? Ich meine, Looten kostet doch ein Klapphalt. Ne? Du musst durch jedes Gebäude die ganzen Stellen abluten und so. Von hinten war nichts, ne? Nee. Ich meine, er muss da rein, er muss alles absuchen und sowas. Die Ecken gehen, er muss in die Sachen reingucken. Man muss dafür langsam werden und stehen bleiben. Sonst werden die Sachen nicht angezeigt, während wir durchlaufen konnten. Toll. Nichts zu sehen. Das gibt's doch nicht. Ich sehe nur einen Zombie, der da vorne rumhampelt. Aber ein Gegner. Thomas, die Frage, rennt er einfach rein? Kann doch sein, dass er sich ein bisschen zurückhält. Gucken mal ganz kurz, ob wir was in der Feuerwehr sehen. Ich habe mir was zu essen gemacht. Ich musste mal schnell den Ofen ausmachen. Er hat rumgepiept schon. Ich will hier kein Feuer haben. Ich sehe einfach keinen Gegner. Das gibt's doch nicht. Das ist ein scheiß Grashalm. So, auffälliger geht's nicht. Doch, es geht noch, also ich könnte mich mitten aufs Airfield stellen. Hatten wir mal jemanden, da waren die Büsche ja noch nicht so ganz so durchsichtig. Der hat sich dann mitten im Busch hier aufs Airfield gehockt und hat dann auf die Leute geschossen. War ganz lustig und mit den Zombies ein bisschen, ja, interessant. Nervig interessant, hätte ich fast gesagt. Ja. Ich habe es probiert, Leute. Ich habe es wirklich probiert, den abzufangen von hier drüben, aber ich glaube nicht, dass wir den noch sehen.
Oh Mann. Das Spielverhalten finde ich sehr interessant und komisch zugleich. Ich meine, wir versuchen die ja abzufangen. Wir versuchen die ein bisschen zum Laufen und alles. Aber die Gegner laufen alle mehr oder weniger eine Strecke entlang. Und machen ein und dasselbe Verhalten. Vielleicht ist ja ein Ledernieser drin, ne? Ledernieset? Ledernieset? Ledernieset ist nicht da, okay. Wir laufen wieder zurück und gucken, ob wir jemanden da hinten sehen. Da war ja immer noch die Erfolgschance, Gegner zu finden, doch mit am höchsten. Und dann könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wo ihr gerne mal wollt, dass ich hinlaufe. Mit North Airfield. Nein, ihr wisst, was ich meine. An diesem Airfield hier. Oder dann, ob ich dann wirklich wieder nach da oben für euch laufen soll. Ob ich wieder zu diesem Stau laufen soll. Ich habe keine Ahnung. Das müsst ihr mir sagen. Nicht ich euch. Und dann werde ich mich mal danach richten. Da können wir mal ein paar Stellen ablaufen. Ich weiß, die meisten von euch geben keine Kommentare ab. Wäre aber ganz geil, weil das natürlich das gesamte Spiel nach vorne bringt. Ihr das seht oder zu sehen bekommt, was ihr gerne sehen wollen würdet. Ich ein paar Aufgaben hätte. Also das wäre eine Win-Win-Win-Situation für alle. Nur irgendwie hat kaum einer Lust, Kommentare zu geben. Finde ich sehr schade. Das ist ja auch eine Art von Kommunikation, die wir alle hier miteinander machen können. Und auf die meisten Kommentare antworte ich ja tatsächlich. Ich meine, gut, der letzte Kommentar, den ich bekommen habe, das war einfach nur Hi. Und da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ist das wieder nur, wollen die Leute auf sich aufmerksam machen, wie, guck mal meinen Channel, wollt ihr mich nicht abonnieren? Soll ich... Die direkten Werbeanfragen lösche ich auch direkt raus. Ich hasse diesen Spam. Ne, momentan geht das los, verfolgt mich doch auf Instagram. Nein, sicher nicht. Werde ich irgendwas für dich tun, schon wenn du so anfängst. Das Einzige, was ich mache, dich als Spam zu melden bei Google, dass du gelöscht wirst und geblockt wirst. Aber ansonsten, nette Kommentare finde ich immer sehr schön, da freue ich mich. Manchmal gebe ich einen Daumen nach oben, manchmal antworte ich, Fragen versuche ich zu beantworten. Vielleicht könnt ihr mir auch ein, zwei Fragen antworten, wie zum Beispiel, wo ich das nächste Mal hinlaufen sollte und sowas. Und das würde mich dann wirklich freuen. Das würde mich wirklich, wirklich freuen. Ja. Wie gesagt, das wäre eine Win-Win-Win-Situation. Ja, ich bleibe in den Bäumen hängen. Ich weiß, man kann nicht durch Bäume durchlaufen, aber man kann anscheinend auch nicht durch Äste die wegschieben. Ja, doch, hier die kleinen Äste gehen. Okay. Sind halt nur ein bisschen schwach, passt schon. Oh, ich mag unser Aussehen. Und der Ghillie ist auch schön dunkel, was für den Wald hier sehr geil ist. Der Waffen-Ghillie. Schade, ich hätte die SVD haben wollen. Muni hatte ich auch. SVD for life. Ich mag die SVD wirklich gerne. Alle bam! Das ist auch eine sehr designtechnisch sehr schöne Waffe gelungen. Ästhetik. Ihr wisst ja, man kann an verschiedensten Sachen ästhetische Sachen finden. Kopf einziehen. An unsere Position. Gucken, ob wir den nächsten Spieler sehen. Scheint ein ruhiger Tag zu sein. Ich weiß nicht, ob das Tagesform abhängig ist. Oder nicht. Scheint ja so.
Na gut, wenn das wirklich so sein sollte, dass das tagesformabhängig ist, dann werden wir die Aufnahme hiermit beenden und dann werden wir einfach mal gucken, ob wir vielleicht am Abend nochmal reingucken, wenn die Zeit dafür da sein sollte oder irgendwann anders. Vielleicht einen anderen Tag. Müssen wir einfach mal gucken. Ich muss mal gucken, wie lange ich die Folgen mache. Wir sind auf jeden Fall halbwegs gut ausgerüstet. Was heißt halbwegs? Wir sind eigentlich recht gut ausgerüstet. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von DayZ wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr alle dabei wart. Freut mich für jeden einzelnen von euch. Vielleicht auch einen Daumen nach oben. Freut mich auch. Und Kommentare freue ich mich über. Ihr seht, ihr könnt mich sehr glücklich machen mit Kleinigkeiten. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.